Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstaunlich, wie hier agiert wird. Da ist ein Ermittlungsverfahren, wir haben es ja auch gerade schon gehört, abgeschlossen und eingestellt worden. Das Verfahren ist nicht eröffnet worden, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gab. Und offenbar wollen Sie, meine Damen und Herren von der Linken, dies nicht akzeptieren. Wir leben glücklicherweise in einem Rechtsstaat. Und da werden Verfahren, wenn sich nicht genügend Beweise für das Vorliegen einer Straftat ergeben, eingestellt. Und das bedeutet, dass das Verfahren beendet ist. Hier haben wir es sogar mit einem Fall zu tun, in dem während des Ermittlungsverfahrens die Ermittlungsmethoden nicht den gesetzlichen Voraussetzungen entsprochen haben. So wurden die von der Staatsanwaltschaft Meiningen durchgeführten Durchsuchungen für rechtswidrig erklärt und die Beschlagnahmebeschlüsse wurden durch das OLG aufgehoben. Offenbar hat aber auch der hier zuständige Staatsanwalt die Entscheidung des Landgerichts, die Eröffnung des Hauptsacheverfahrens abzulehnen, nicht akzeptieren können. Nach der Zurückweisung der hiergegen gerichteten Beschwerde durch das Oberlandesgericht Jena hat er eine umfangreiche Begründung dieser Verfahrenseinstellung geschrieben, die sich wie eine Anklageschrift fast liest. Darin holt er sehr weit aus und er versucht, die gesamte Firmengeschichte der K+S aufzuarbeiten. In dieser Begründung werden sehr viele haarsträubende Behauptungen aufgestellt, die aber alle nicht bewiesen werden konnten, beziehungsweise die nicht dazu geführt haben, eine strafbare Handlung konkreter Personen feststellen zu können. Denn andernfalls wäre es auch nicht zu einer Einstellung des Verfahrens gekommen. Leider zeigt sich auch an einigen Stellen, dass die Ermittlungen nicht besonders sorgfältig geführt wurden. Denn die Ortskenntnisse scheinen dort nicht besonders groß zu sein. So macht er zum Beispiel aus einem Stadtteil von Bad Hersfeld eine eigene Kommune, eine eigene Gemeinde. Aber das soll hier nur am Rande erwähnt sein. Was dann mit den anderen Ermittlungen ist, wage ich da nicht zu beurteilen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass nun in einem Antrag der Linken aus diesem nicht öffentlich zugänglichen Dokument zitiert wird. Und damit werden Vorwürfe, die bereits einer rechtlichen Überprüfung unterlegen haben, nochmals diskutiert. Aber diese Diskussion wird auch dadurch erschwert, dass allen anderen diese Dokumente gar nicht frei zugänglich sind. Sie haben sie in einem Ausschuss zur Verfügung gestellt, aber da sind wir auch nur auf das angewiesen, was Sie zur Verfügung gestellt haben. Diese Dokumente sind nicht öffentlich einsehbar. Und der Staatsanwalt lässt es unerwähnt, dass das beschuldigte Unternehmen in einer sonst sehr strukturschwachen Region für über 4.000 Arbeitsplätze gesorgt hat, und zwar gut bezahlte Arbeitsplätze, die der Arbeitnehmermitbestimmung unterliegen und die den höchsten Sicherheitsstandards unterliegen. Auch die vielen Anstrengungen, die das Unternehmen in der Vergangenheit unternommen hat im Bereich der Abfallvermeidung und in der Entwicklung von anderen Entsorgungswegen, hat er nicht zu würdigen gewusst. Ich bin an der Werra aufgewachsen und ich kann Ihnen sagen, als ich Kind war in den 80er Jahren, da war die Werra ein Fluss, an dem man sicherlich nicht sich lange aufhalten wollte. Die Wasserqualität hatte noch nicht mal das Wort Wasserqualität verdient. In den Sommern hat es fürchterlich gestunken. Selbst in den kältesten Wintern ist das Wasser nicht zugefroren. Und ich finde, die Wasserqualität, die dieser Fluss heute zeigt, ist damit überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und da haben wir auch heute Morgen schon drüber gesprochen, dass vieles erreicht wurde. Und ich finde, auch dies gehört zur Wahrheit dazu. Ich frage Sie also, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, was wollen Sie mit diesem Nachtreten denn jetzt erreichen? Die Laugenverpressung endet in wenigen Wochen, wie wir heute Morgen auch schon ausführlich diskutiert haben. Soll das Unternehmen seine Produktion gänzlich einstellen? Sollen wir die Produkte dann lieber im Ausland erwerben? Dort wird sicherlich weit weniger umweltfreundlich produziert und die Mitarbeiter müssen dort unter viel schlechteren Bedingungen arbeiten. Nach
Nach unserer Ansicht handelt es sich hier um einen rein populistischen Antrag. Frau Abgeordnete Hartigen, das hätte ein schönes Schlusswort sein können. Danke, ich komme gleich zum Ende. Also wir haben hier einen funktionierenden Rechtsstaat, und ich finde, wir sollten den respektieren und sollten diese Dinge hier nicht weiter skandalisieren, denn der einzige Skandal ist, dass Sie das hier noch mal in die Öffentlichkeit zerren und dass hier auch nicht rechtsmäßige Ermittlungsmethoden verwandt wurden. Dankeschön.